Ja, da sind wir wieder. Und ja, weiter geht's. Wir wollen uns Moment erster Linie erstmal auseinandersetzen mit wer hat hier den höchsten Charisma-Wert. Das ist Pepper. Das heißt, Pepper wird jetzt von nun an mit den Knispels hier handeln. Dann wollen wir mal schauen. Wir hätten hier wieder die Möglichkeit, Leute zu kaufen. Allerdings, Entschuldigung. Allerdings sehe ich da jetzt nicht den Sinn hinter. Aber diese Flinte können wir langsam mal verkaufen. Ich glaube, die hält eh nicht mehr lange durch. Dann kriegen wir wenigstens noch ein paar Euro. Seht ihr hier, was ich letztes Mal meinte, ne? Das ist der äußere Bereich. Hier haben wir verkauft. Hier ist es angekommen, ne? So, Zonengebiete. Lagerzone. Hui. Und raus den Kram. So, Junge. Wie sieht's aus? Mal ein bisschen mehr, ein bisschen schneller forschen. Wäre echt super. So, okay, Ströme laufen. Ja, es wird auch nichts hier eingegrenzt oder so. Das heißt, ich denke mal, hier wird noch ein Geschütz als nächstes davor kommen. Sofern wir noch genug Stahl bekommen. So. Okay, das läuft, das läuft. Tisch läuft auch. Ja, wie gesagt, wir müssen ja auch nochmal irgendwie einen Gemeinschaftsraum irgendwie hinsetzen. Ich denke mal, das werde ich sogar vermutlich hier hinsetzen. Einfach, dass die Laufwege zum Essen und sowas nicht so weit sind. Und, oder warte mal, oder ich reiß den ganzen Scheiß hier raus und pack den dann hier rein und hier kommt ein Gemeinschaftsraum. Ja, mal gucken. Der muss auf jeden Fall recht groß sein, denn man will ja den Billardtisch da reinbekommen und sowas. Also, ach, da fällt mir ein, Vergnügen. Was wir nochmal machen können, das ist hier so ein, ja. So, und jetzt Möbel, nochmal zwei kleine Hocker hier hinstellen. Und Möbel, ach, da war ja gerade drin, ich muss. Und zwar nochmal hier so ein bisschen Grünzeug schon mal verteilen, einfach, dass das so ein bisschen die Atmosphäre hebt. Vielleicht nochmal in die Räume auch einreihen, das kostet ja nur ein bisschen Holz hier. So. Ja, super, dann haben wir hier schon mal den ersten Abschnitt geschafft und wir können mal ein bisschen schneller stellen. Ja. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja gut, wenn wir jetzt diese Flächen wirklich alle angebaut bekommen, was haben wir hier noch? Ach, das ist eine Lagerzone. Ja, die Lagerzone können wir eigentlich löschen und sagen, Moment, Zonengebiete, Lagerzone. Das reicht aus. Oh, das reicht vollkommen aus. Das ist jetzt nur für quasi ja, für, wenn wir handeln. Ich denke mal, die werde ich auch abreißen und hier irgendwie hinbauen. Weil, wie gesagt, wir benötigen es nicht. Aber ja, ne, also halt nur für, also wir benötigen es schon, aber nur für den ja Kram, was ich gerade gezeigt hatte, gesagt hatte. So, hier haben wir es. Außen 5 Grad. Gut, dann kostet das, denke ich mal, auch kaum Energie. Was wir nochmal machen könnten, das wäre Aufgabe hinzufügen. Leckere Mahlzeit. Bis wir 10 haben. Und das bitte priorisieren. Dann nimmt er nämlich nicht das kostbare Fleisch. Und baut daraus ja, einfache Mahlzeiten. Sehr schön. Wird das noch abgebaut hier? So. Ja. Unglaublich, dass hier der so, Mais noch hält. Erstaunlich, muss ich sagen. Aber ja, also langsam kommen wir wieder auf den grünen Zweig. Okay. Das war's. Gibt wieder schön Fleisch. So, das ist super. Also manchmal kommt auch ein ganzes Elefantenrudel an oder so, wenn man dann halt schon hier die Wände hat. Ja, oder halt hier so ein paar da mehr davon. Hat man auf einmal Unmengen von Fleisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte hier alle das. Weil irgendwie sind hier sehr, sehr viele Kolonisten untätig. Ich gebe denen das mal alle jetzt rein hier.
Dann haben sie halt ja die Möglichkeiten, irgendwie sich auszutoben, vorausgesetzt, wir sind immer endlich mit der Forschung fertig. Überfall, na toll. Oh, es sind schon zwei mit fetten Gewehren. Ja, ich glaube, ich muss die Lamsang ausbauen. Das heißt, wir müssen jetzt den ganzen Stahl, den wir jetzt bekommen, echt mal in Sicherheitsequipment einbauen. Genau. So. Okay. Ah, ich hoffe, wir kriegen jetzt keine allzu großen Verletzungen. Brechen wir nochmal ab. Oh. Charakter? So, alle, die verwundet sind, bitte ins Bett. Ja. Okay, Pepper ist noch in Ordnung. Das heißt, das hier wird Krankenbett, das hier wird Krankenbett und jetzt kann ich nämlich auch sagen, schlafen bis geheilt, schlafen bis... Ah, nee, der ist nicht verletzt. Park. Okay, das hier ist dann kein Krankenbett mehr und das ist ein Krankenbett und kann dann hier auch hier... So. Really. Moment. So. Also es hat uns auf jeden Fall einiges gekostet, aber auch sehr, sehr gute Waffen gegeben. Also ich glaube, die haben auch ja. Mal. Ja. Ah, scheiße. Als ich mich lebendig bekommen hätte. Aber dann hätte ich nämlich, warte mal, wo wäre unser Raufbold? Ja, Pepper. Der kriegt dann gut. Anziehen, was er möchte. Nein, diverses Grab. So, wenig Medizin, ich weiß. Ich weiß, hier. Wir kratzen Lamsang an der echt nicht mehr lustigen Marke. Okay. Alle wieder heile und gesund. Ist sehr gut.
So, Strom. Das wieder aus. So. Ja. Das sieht doch schon mal soweit gut aus. Dann ist sogar vier Medizin. Das ist echt nicht schlecht. Also wir langsam kriegen wir die Kurve. Also ein bisschen Holz. Ja, was soll's. Müssen aber glaube ich mal wieder Holz hacken gehen. So. Du machst weiter Mann, das ist auch gut. Ja. Hier läuft's. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz schauen. Wir hatten ja unseren Pepper. Inventar. Wenn ich jetzt sage, komm mal hierher. Wenn ich jetzt sage, das und das ablehnen. Und sage, jetzt zieh dich mal wieder an. Was hast du denn vorhin zu laufen? Nackt. Also du bist echt kernig, muss ich sagen, Junge. Okay, sehr gut. Okay, exzellenter Helm. Okay, na gut, dann muss er damit leben. Also, du ziehst bitte das an. Nein, das hier und das hier. So, danke. Waschbären vielleicht. Oh, direkt vor der Tür. Ja, dann nehmen wir das doch mit. So, dann brauchen wir Sicherheit. Brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und den Strom dafür müssen wir jetzt mal so hinlegen. Okay, das ist schön. Dann gehen wir gleich weiter. Und zwar hätte ich gerne den Teufelsgarnpilz. Einfach, der lässt sich halt zum Handeln super gut nutzen. Das heißt, wir haben jetzt die erste Möglichkeit hier. Steinmetz. Ja, genau. Den Steinmetztisch. Ich werde den jetzt erstmal nur. Kostet ja. Gut, ein bisschen Stahl, ein bisschen Holz. Das ist also nicht viel. Da hinstellen. So, dann brauchen wir Sicherheit. Hier. So. Ihr seht, der verbindet sich halt immer mit dem nächstliegenden Stromkabel. Ja. Ach ja, scheiße. Das ist ja Müll. Ja, kein Wunder, dass er sich damit, dass er das nicht haben wollte. Ja, naja, gut. Dann kann er sich jetzt richtige Sachen kaufen. Wir verkaufen das spätestens wieder. Hemd ist genäht, super. Super meine ich natürlich. Was ist denn hier los? Oh. Vielleicht kriegen wir das. Grizzly, verletzt. Cool. Das würde halt schon mal wieder sehr viel Fleisch bringen. Na, schauen wir mal, was packen. Textilienhändler. Wen hatte ich jetzt gesagt gehabt? Wer war gut? 3, 2. Pepper. Dann komm doch mal bitte und kontaktiere doch mal den Textilienhändler. So, wir haben jetzt Hasenfell 19, das kann weg. Stoff 29, das behalten wir noch. Mafalo-Leder, das hier kann weg. Das hier kann weg. Wie gesagt, so Kleinigkeiten braucht kein Mensch. Das reicht vielleicht nochmal für eine Kleinigkeit hier. Obwohl, ach was soll's, komm. Müllt nur das Lager zu. Was haben wir hier? Gut, jetzt geht's los hier. Wir haben 2 üble Hosen, wir haben ein Parker, also alles unter 50% können wir schon mal verkaufen.
40, so. Stoffmütze, ja, komm, alles weg. Und jetzt ist das Lager auch wieder leer. Und als nächstes. Na gut, dann nehmen wir mal hier das raus. So, ah genau, jetzt haben wir hier. Jetzt können wir ja Aufgaben hinzufügen, Steinblöcke herstellen für immer. Und zwar will ich am Anfang erstmal nur Granit nehmen. Das ist nämlich am widerspenstigsten, zähsten. Also da können wir halt hier schön absperren. Und die brauchen halt richtig lange, um da reinzukommen. Textilien haben wir schon. Warme Kleidung benötigt. Ja, dann mach doch mal bitte warme Kleidung. Wer braucht denn welche? Okay, Inventar, was fehlt denn? Stoffmütze. Ah, okay, also Aufgaben. Dann machen wir erstmal Staubmantel, Parker. Mütze. Ja, machen wir mal so. Ja, der hat schon wieder zerrissene Kleidung. Pepper. Wie will er die denn haben? Naja, von mir aus. So. Okay, wird auch gesät. Landwirt haben wir jetzt einen, der uns 6, 4, 1. Also eigentlich müsste es nur der machen, hier der Park. Und, ach, warte mal, dann machen wir es jetzt so. 4 und du machst jetzt das hier. 3. So, dann haben wir mal kurz die Trägerprioritäten ein bisschen verändert. Weil dann kann er sich hier erstmal nur primär um das Ansehen und schnell skillen kümmern. Was sagt die Temperatur hier drin? Ja, die hält. Der Bär ist mir ein bisschen gefällig zu nah. Gut, die ersten Steine kommen. Das ist sehr schön. Rettungskapsel, Verwandtschaft. Wo ist das? Arsch der Welt, Alter. Und wem ist das die Verwandtschaft und was kann der? Charakter. Ach, wisst ihr was? Was soll's? Möbel, Schlafplatz. So, wo haben wir denn hier jetzt unser. Da. Oh, keine Ahnung. Hier. Schlafplatz. So. Wo ist der Arsch? Hm? Ja, vor allem hier am Arsch der Welt, wirklich, ne? Retten. Muss gleich nur ausstellen, dass der. Okay. Ja, wo bleibt ihr? Alter! Jo, ah, genau.
Und ja, ich musste mich. Ich war gerade ein bisschen leise, ja. Das ist mir gerade auch aufgefallen. Aber ich will jetzt auch gerade nochmal. Ist mir aufgefallen, wir haben noch gar keinen Erste-Hilfe-Raum. Den müssen wir natürlich auch mal machen. Ja, tut mir leid für die Tante da hinten oder was auch immer da. Der. Ja, ne? Inventar. Ja, gut. Oh, wir sind auf Gold gestoßen. Das ist gar nicht mal so bad. So. Ja, aber viel wichtiger wird sein. Ja, das ist die Frage. Also erstmal brauchen wir das erste Hilfe-Ding hier. Dann können wir eigentlich auch sagen, das machen wir mal komplett auf. Das machen wir komplett auf. Und ziehen dann gleich die Wand da ein. Die Wand will ich dann gleich hier so reinziehen. So. Na. Geht das nicht? Da, mal abbrechen. So. Ja, dann, das heißt, hier haben wir langsam ein paar Steine. Krankheit, Infektion, ja. Ja, okay. Sag mal, Körper. Infektion leicht, ne? Ja, gut. So, das heißt, wir werden jetzt hier Strukturen. Und zwar nehmen wir hier Granitblöcke und sagen dann. Ups. So. Da bitte das abbrechen und gehen dann einmal hier auch lang und da und hier. Und ja, das machen wir jetzt quasi überall dann, dass wir hier überall Granitwände haben und ja, die Fußböden weiterhin aus Holz. Hier drin mache ich das immer gerne aus Sandstein oder je nachdem, was wir halt als anderen Stein hier haben. Ignoriere Nachricht, wir haben gerade keinen Platz dafür. Und ja, ne? Später werden wir, wie gesagt, hier nochmal eine schöne Mauer hochziehen und hier dann schön Geschütze vorstellen. Ja. Ah, das kriegst du. Kommst du, bist noch jung. Guck mal, 18. Das kriegt der hin. So. Oh, Auge juckt. Also auf jeden Fall haben wir schon mal ausreichend Energie. Das heißt, das ganze Teil, also das ganze Areal hier, werden wir jetzt erstmal nach hier oben verlagern. Das heißt, hier werden wir hier nochmal schöne Ecke rausholen. Hier können wir nach rechts noch gehen. Das ist also okay. Das heißt, hier kommen die ganzen, ja, Produktionseinheiten hin. Hier kommt das Lager dann ausgebaut hin. Und ja, Möbel, Bett, Holz. Gut, du schläfst jetzt erstmal im Lager hier, habe ich beschlossen. Und Befehle, Holzhacken hier. Und ich glaube auch, das Ding sollten wir hier erstmal abreißen. Nicht abreißen, aber vielleicht erstmal ausstellen. So, dann wollen wir mal schauen, was der Wanderer kann. Auf jeden Fall schon mal Feuer löschen, das ist schon mal was wert. Schalter aufs. Oh, Aufseher wird er jetzt. Du nicht mehr. Landwirt, hat er da einen hohen Skill? Nein, ist leider nicht. Gut, hier hat er aber hohe Skills, das heißt. Das Jäger, das machen wir mal weg. Ich glaube, das wird jetzt erstmal hier so der primäre Knispel dafür. Was kann er mitmachen? Ja. Naja, ich glaube, so lassen wir es mal. Er soll halt sich nur um ja, Transport und so diese ganzen Nebensachen hier kümmern. Moment, Arbeit, Möbel. Er kriegt auch erstmal noch so einen Schlafplatz, sicherheitshalber. Und dann Befehle. Mal rein. Ups. Was war das denn? Na. Befehle, Wings. Und dann warte mal 1, 2, 3, hier 1, 2, 3, so. So. dann, ups, na. Jetzt, so, das alles raus. Böden, Holzboden. So. Also ich mache das immer zwei breit. Aus dem Grund, da kann man nämlich Stromleitung und da kann man hier Heizung und alles hinstellen, Licht und sowas und man hat trotzdem noch einen Gehweg.
Ja, halt, der nicht blockiert wird. So, diese Wände hier, die tauschen wir aus, sobald das wieder Sommer ist. Schildkrötenfleisch. Ah, ist auch so weit weg. Das bringt uns alles nichts. Na. Dann will ich lieber diese hier abschlachten. Wie wichtiger wäre eigentlich, dass wir jemand hätten, der Plan von Landwirtschaft hat. Schwere Krankheit. Ah, okay, Pepper. Komm. Gib ihm noch einmal eine richtige Medizin, bevor er uns drauf geht. Ja, ist doch alles gut. Aber gut, die Sonnenfinsternis ist vorbei und das Licht geht aus. Das ist auch gut. Aber ich wollte hier sowieso mal ein bisschen mehr Licht sorgen. Okay, das ist gut. Wurde immun, dann können wir hier das wieder umstellen. Ja, die Sache ist halt, für diesen Bereich hier, für diese Möbel braucht man ja sehr viel Silber. Das sind so halt sterile. Das sind halt sterile Fliesen. Das werden jetzt immer mehr, ey. Okay, warte mal, was kann denn dieser Knispel hier? Gehen wir mal, fügen mal ein. Arzt. Nee, Arzt brauchen wir nicht. Aber wir gehen mal durch. Er kann forschen. Das ist super. Wird unser Forscher und Träger. Für alles andere hat er ja keinen besonderen Skill. Ja, genau, das machen wir so. Das heißt, du kriegst hier einen Skill von 3. Da eigentlich. Ja, eigentlich kannst du ihn auch weglassen. Dann machen wir das nämlich jetzt so. Das heißt, du darfst hier 3, 3, 3. Und wenn du noch zu tun hast, dann darfst du hier dich austoben. So. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das, warte mal, Strukturen, Granitwand. 1, 2, 3. Wir haben Fernkampf 6, Fernkampf 3, Fernkampf 10, gar kein Fernkampf, Fernkampf 3, guten fetten Skill. Okay. Moment, Inventar. Da voraus. So. Oh, du natürlich auch. Ja, langsam läuft. 1, 2, 3. So, ups, nee, das war einer zu tief. Abbrechen. So. So. Gut. Gold haben wir jetzt auch ein bisschen. Das werden wir später noch ohne Ende brauchen. Und ja, sobald jetzt unser Raum hier steht, also wir werden danach gleich auch noch einen zweiten anbauen, weil da ja gesehen, wenn man verletzt wird, sind es ja meistens mehrere. Also erstmal nur jetzt Räume, die kriegen noch keine Fliesen rein, sondern die Räume sind erstmal nur gekennzeichnet jetzt als ja Krankenzimmer. So, dann wollte ich nämlich auch noch mal jetzt den ganzen Bereich hier weg haben.
Oh. Okay. Moment. Möbel. So, was hast du denn für zerrissene Kleidung? Das ist wieder, warte mal. So. Möbel, nein, war richtig. Möbel. So, und so machen wir es jetzt immer weiter, ne? Das heißt, wir erweitern das jetzt immer fleißig. So. Warte mal. Okay. Warte mal, nee, irgendwas. So, was ist für ein, genau. Dann hätten wir hier, obwohl, warte mal, dann können wir auch gleich noch die Wand wegreißen, wenn wir schon mal dabei sind. Aber ich glaube, Lamsang sollte. Oh! Nehmen wir natürlich mit. Das ist kostenlos. Für Lau. Strukturen. So. Die machen wir nämlich jetzt so. So. Und so. Und schon haben wir hier eine, ja, einen schönen Raum, wo wir jetzt halt nur noch sagen können, Moment, Aufgaben aussetzen, herstellen, und zwar für immer, und zwar hier lassen wir diesmal alles drin und sagen alles. So, das Zeug kann raus. Wie gesagt, hier wird ein Aufenthaltsraum draus. Und hier drüber will ich halt großen Raum machen, wo, ja, da mache ich hier, nee, nee, ich glaube, ich mache hier neben sogar den Aufenthaltsraum, das hier als Lager oder so. Mal gucken, vielleicht baue ich hier auch was an oder so. Nee, kann ich ja gar nicht, wegen der Windmühle, aber, wie gesagt, die brauchen auf jeden Fall einen Aufenthaltsraum. Möbel. So. Dann, also wir können hier auf jeden Fall schon mal anfangen abzureißen. So, aber hier hätte ich gerne noch einen. Hier hätte ich, und? Na, komm. Hier hätte ich gerne noch mal einen. Und hier vielleicht noch mal so, dass es ein bisschen gestützt wird. Hier die Ecke vielleicht noch, so. Ja. Wie gesagt, die... Ja, danke. Was hatte ich da jetzt erforscht nochmal? Das habe ich schon wieder weggeklickt. Teufelsgarn. Ah, Teufelsgarnpilz. Das ist super. Na. Ach, ich habe noch keinen, der 10 hat, ne? Landwirt. 6, 4, 2, 1, 1, 6. Okay. Dann bleibt es erstmal so. Ja, sollte eigentlich alles laufen hier. Haben wir hier? Stein, Sandstein, ja. Sandstein? Sandstein. Gehen wir hier auf Böden, Sandstein. So. Mensch, ich sehe gerade, ich bin hier am Quatschen, am Bauen. Ja, die Folge ist um. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und ja, haut rein, bis denn dann, tschüss!